So. Ich gehe auf King of Retail. Zack. Bitte was? Ich gehe auf King of Retail. Ja. Ja, ich will auch überlegen, ob ich da. Nice. So, ja, auch mal rein hustle, aber. Ich weiß nicht. So, Werkstatt ist leer. Achso. Du kannst alle Bereiche, du kriegst nur Abwasserkanal, du kriegst nur Waschanlage. Ja. Kriegst nur dazu. Gudi. Machen wir mal hier den. Ups. Beginnen wir nochmal. So, bringen wir mal eben den Sand hier weg. Achso, ich glaube, muss da auch nochmal ans Telefon gehen, ne? Oder was das da ist, ne? Eine Telefonzelle, war? Ja, zwischendurch einmal, aber das ist. Bis du halt die ganzen Dinger durch hast, geht das Telefon eh nicht mehr mit dem Senkel. Okay. So. Sammeln wir mal den Sand ein. Und dann wollen wir mal gucken. So, dann haben wir gleich schon mal drei Völkchen gemacht für heute. So. Jo. Achso, ja, der ist doch hier irgendwo. Da. Zack. Machen wir mal auf. Alles hier reinwerfen. Zack. Klappe zu. So, dann. Du hast noch genug Energie. Reicht erstmal. So, hier sind jetzt Snacks dran. Okay, für Snacks müsste ich auch noch mal ein Regal holen. Aber da würde, glaube ich, ein kleines reichen, ne? Warte mal, ich habe hier das Schrank hin. So. Machen wir mal. Haben wir auf King of Hütte vielleicht im Multiplayer geht? Nein. Nicht? Nein. Okay, dann ist es hinfällig. Leider nicht. Das wäre cool, wenn es geht. Aber nö. So. Jetzt haben wir zwei Snack-Ständer. Ständer. Vor allen Dingen Ständer. Hä? So, dann bedanken wir mal. Achso, wir müssen ja auch nochmal in die Telefonzelle gehen, ne? Sagen wir mal. Ja, guten Tag. Hallöchen. Hey, ich werde ehrlich sein. Du musst mir einen gefallen. Ey, verdammt, ich schätze, es ist. Diese Zeit des Jahres versteckt mich lieber. Ich rufe später an. Nur eine Sache. Räumt die Sandhaufen auf, wenn der Sturm vorbei ist. Sie können sonst Probleme verursachen. Ja, okay, machen wir. Da kommt der Sturm. Glaube ich. Ja, das ist der Sandsturm. Super. Geht da auch was kaputt? Ja, die Autos kommen nicht weg. Ja, läuft. Ich sehe nichts mehr. Lass mich hier rein, das ist mir ein bisschen zu sandig draußen. Rudi. Oh, guck mal, der wollte Tabak haben. Oh ja, Sarif, tut mir leid. Tabak ist leider aus. Ich habe leider kein Geld für neuen Tabak. Tut mir leid. Kommt aber irgendwann mal wieder. Ich weiß nur noch nicht wann. Wenn ich meinen Angestellten bezahlt habe, dann habe ich eh kein Geld mehr. Abversammlung? Nö. Oh, ich habe sogar kein Darlehen. Oh, das ist aber toll. Weißt du was? Ich nehme mal ein Darlehen auf. Ich muss aufpassen. Hä? Mit einem Darlehen musst du aufpassen. Ja? Mhm. Das Darlehen ist so wie die Bank. Da kommen seine. Kompadre hat eine auf die Birne und das war es dann schon wieder. Und dann nehmen sie das Geld halt was wohin weg.
Also wieder mit. Ah, okay. Ja, dann lass das ich das. In der Ort so wie eine Bank. Das Zahling. Ja, gut. Wie lange geht der Sandsturm? Nicht lang. Okay. 5 Minuten ungefähr. Gudi. Dann schmeißen wir mal hier. Treibstoff drin. So. Ah, der ist schon weg. Gut, aber ich habe ja kein Sandhäufchen. Dann nach dem Sandsturm, der kommt ja erst. Der war doch schon da. Ja, dann war es nur die Vorwarnung, aber da, wenn der richtige Sandsturm kommt. Also ich meine, dass der Sand schon schon war. Hier war überall so komische Sandschwaden. Ja, das ist ja der Sandsturm, die Sandschwaden. Achso, ja gut. Aber sonst war hier nichts. Achso, das war das Auffangkommando. Ja, läuft. So. Hier ist ein Ausrufezeichen. Ein Fragezeichen. Okay, was will das Fragezeichen von mir? Mal gucken. Lass mich hier rein, Mann. Okay. Wo sind das jetzt? Ah, hier, guck mal. Abgeschlossen. Achso, was ist denn das hier? Achso, Car Wash. Okay. Da muss ich 1000 für haben. Oh Gott. Ja, super. Da brauche ich 1000 Dollar für. Habe ich nicht. Ich habe kein Geld. Ja, ich weiß, dass eine Kasse, eine Kunden, Kraftstoff und Werkstatt, das überall wer ist, aber ich kann mir die vier teilen. Ja, ist doch so. Ja, ey, was der recht? So. Muss man eben schnell checken. Welches bist du jetzt am geschicktesten? Der hat. Da ist schon wieder so ein Fragezeichen. Ja. Wer hat denn dieses Fragezeichen hier auf sich? Der Fragezeichen ist am Computer. Ja, aber was ist damit? Ja, ich weiß, ich habe aber kein Geld für die Waschanlage. Mein Gott. Ach so, die Waschanlage ist es. Ja. Das kann dazu hängen. Habe ich auch kein Geld für. Der hat 10 Plätze. Der hat 10 Plätze. Was für 10 Plätze? 12 Plätze. Ich muss mal überlegen, was besser ist, mehr Angestellte zu holen oder lieber alles selber machen? Das ist so eine 50-50-Frage. Haben wir jetzt eigentlich hier im Scheißhaus mehr? Nö. Ja, Scheißhaus kannst du bis auf auch 5 Plätze ausbauen. Oh. Das ist aber automatisch durch deinen Job, wenn du den auf 5 ausbaut hast, ist das scheiße auch auf 5. Das ist Deko. 18 Plätze. 18 Plätze. So. Da haben wir da auf jeden Fall ein paar Reifen drin.
Weil dann bin ich überlegen, ob ich jemanden einstelle, eventuell für die Werkstatt, weißt du? Und dann kann die Werkstatt lieber ein bisschen mehr. Ja, sicher. Mehr Profit machen. Ja. Weil die scheint ja gut zu laufen, ne? Mhm. Oder eventuell an den Kraftstoff draußen, dass da jemand tankt, aber das würde ich dann eher selber machen. Lange Hose für. Einmal. Ich habe Trinkgeld erhalten. Ist das nicht toll? Ha, super, schön, jawoll. Trinkgeld, was kann ich denn damit anfangen? Nix. So, noch 4 Artikel. Was ist denn gescannte Produkte? Was kriege ich denn dann, wenn ich die alle gescannt habe? Die 620. Kriege ich dann den goldenen Einkaufskorb oder was? Ja, draußen hast du so ein, weiß nicht, was das ist. Deshalb, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ja, so ein Errungenschaftsteil bestimmt. Ja, mit, den habe ich schon auf gut zusammengebracht. Na dann. So. Nummer 6. Durchschnittliche Zeit, okay. Zack, Hammer. You're amazing. Guck mal, wieder Trinkgeld erhalten. Ist das nicht schön? Meine Herren, du. Warum haben die hier Weihnachtsmützen auf? Wir haben noch kein Weihnachten. Und wieder Trinkgeld. Ah, oh, ist doch wunderbar. Das gibt doch gute Kohle hier. Wie fertig denn? 7 Produkte. Ja, komm, 7 Produkte ist okay. Gehen wir mal eben da rein. Na, der will nicht. Bitteschön. Das da auch noch rein. Jawohl. Und das noch. Und da diese komischen Bubbeldinger. So, haben wir alles drin. Perfekt. Gut. Guck mal hier, tanken müssen wir noch. Ja, ich werde die eine gleich auf jeden Fall machen, dass sie tankt. Ne, nicht tankt. Sag schnell. Werkstatt macht. Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Wer ruft denn hier? Treffen muss man auch mal, ne? Hm? Gesagt, Treffen muss man auch noch lernen. Mhm. Steh schon fast daneben und werf immer noch daneben. So, weil hier ist nix. So. Wie viel Kohlen haben wir denn jetzt schon? Das kann ich mal wieder eine Lieferung kommen lassen mit Produkten. 500 und. So, wir haben ja noch hier genug. Snacks hatte ich komplett aufgefüllt. Genau. Alkohol. Ja. Alkohol müssen wir noch komplett auffüllen. So. Zigaretten. Die gehen ja anscheinend auch sehr gut. Ne? Die Kippen gehen ja auch gut, wa? So. Bestellen. Zack. Dann haben wir wieder alle Produkte da. Das heißt, die Kohle hiermit steigt dann ein bisschen, wa? Also was dann der Kunde kauft. Wird dann ein bisschen mehr, glaube ich. Warte mal, stell die Waschanlage wieder her, Hinweis, ja. Was klickert da so? Ich bin nie. Ihr merkt das schon, ich höre das nämlich. Mal klick, klack. Ja gut, das Klick-Klack geht ja gerade noch, oder? Naja.
Alte Kuh gedrückt, um sich umzuschauen. Ach so. Ah, guck mal, so geht das. Aha. Das soll da rein, verdammt. Aber ich schaue, vielleicht das Klick-Klack da auch wieder. Alles gut, ich kann das eventuell rausschneiden. Okay. Da muss ich halt nur das ganze Video mal anschauen, aber ist mir wurscht. Ja, ich habe jetzt ein neues Schneidprogramm. DaVinci. DaVinci Resolve, oder so heißt das. Ein kostenloses. Und ist ganz gut. Ich finde, es klickt nicht. Okay, das kann ich nicht wegnehmen. Aber wieso höre ich denn dann den Spielsound? Der Sound ist abgedreht. Ach so. So. Du hörst nur das, wenn ich was mit. Was der, wenn ich irgendwo hinklick. Aha. Das macht, ich klick nur, aber das ist das Einzige, oder? That'll do. Riecht lecker hier, Schatz. Oh, meine Frau ist am Kochen. Oh, das riecht so gut. Da kriege ich doch direkt Hunger, ey. Oh, die Folge. Ja, wir... Ach komm, wir überziehen mal eine Runde. Ist ja nicht schlimm. Wir machen den jetzt noch zu Ende, den Kunden. Und dann werden wir... diese Folge beenden. Ja, und wenn ihr Bock habt, mal live dabei zu sein. Wir sind regelmäßig bei Twitch drinne. Ich glaube, ich habe das sogar verlinkt. Bin mir jetzt nicht sicher, müsste aber sein. Wenn nicht, werde ich gucken, dass ich das nachhole. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Zwei Produkte nur, das ist doch hier kein Geld. Mein Gott, 5 Dollar nur. Böse, böse, böse. Gut, was sagt die Angestellte? Ist sie wieder voll? Ja. Dann darfst du jetzt bitte in die Werkstatt gehen, oder? Oder tanken. Produziere Eiscreme? Die kann Eiscreme produzieren? Was? Ja! Produziere Eiscreme. Kann ich dir sagen, die soll Eiscreme produzieren. Ja, probiere das mal. Ja, kann ich aber jetzt noch nicht, weil ich noch kein Eiscreme-Dings habe. Muss ich erst noch kaufen, aber dafür brauche ich erstmal Geld. Und da mein Geld schon mehr sehr knapp wird, weil ich gleich Treibstoff kaufen muss. Weil Tankstelle ohne Kopfshop ist ja keine Tankstelle. Weil, wenn ich überlege... 430 Liter kosten 861 Schleifen. Ah. Gut, Lieferung. Kraftstoff. 100 Liter, kann ich mir das leisten? 200, 300 Liter kann ich mir leisten. Dann bestellen wir uns mal 300 Liter. Irgendwie komme ich hier nicht... auf Plus. Und Trinkgeld von 1 Dollar gekriegt. Ach, super. Tolles Trinkgeld, muss ich sagen. So, aber letzte Kunde, letztes Glück. Würde ich einfach mal so behaupten. Und dann soll es das auch gewesen sein. Ja, auf jeden Fall werden wir hier jetzt noch die letzte machen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ein Like da, Daumen nach oben. Abo, Follow, wie auch immer. Und bei Twitch sind wir hier regelmäßig live. Schaut da auch vorbei. Ich bedanke mich bei euch und sage Tschüss und Ciao, Ciao.